Herzlich willkommen im Kinski. Das Auktionshaus auf der Freiung kommt zu Ihnen. Mit Ihrem sanften, nachdenklichen Lächeln in einem eleganten, schlichten Biedermeier-Hochzeitskleid. So macht uns Ferdinand Georg Waldmüller diese junge Braut erlebbar. Seine Könnerschaft als Porträtist, vor allem aber auch als Stilllebenmaler, wird evident, wenn wir die Materialien, dieses dünne Textil, das Durchscheinende, die Rose, die Schmückende am Haupt der Braut, wenn wir sinnlich erfahren können, wie der elfenbeinfärbige Teint der jungen Frau uns entgegenblitzt. Ferdinand Georg Waldmüller, der 1826 dieses delikate Porträt einer jungen Frau, die gerade im Begriff ist, eine Lebensentscheidung zu treffen, malt, wird ein Jahr später seinen großen Durchbruch als Porträtist erleben. Er bekommt die Chance, Kaiser Franz I. zu porträtieren. Und damit öffnen sich die Türen zum Hochadel. Und dieser aus einfachen Verhältnissen stammende Ferdinand Georg Waldmüller macht eine beispiellose Karriere. 1829 bereits wird er als Korrektor, als Mitarbeiter der Akademie der Bildenden Künste in Wien mit dem Rang eines Professors installiert werden. Ferdinand Georg Waldmüller ist einer der innovativsten spätklassizistischen Maler. Als Vertreter der Biedermeierkunst beweist er hier seine ganze Könnerschaft im Porträtfach, aber auch als Landschaftsdarsteller und Stilllebenmaler. Ein delikates, ein herausragendes Werk. Nutzen Sie die Gelegenheit, lassen Sie die Aura dieses Bildes auf sich wirken.